Ja, hallo ihr Lieben, ich wollte heute mal wieder eine kleine Inspiration oder einen kleinen Impuls machen für euch. Und ich habe mir überlegt, ich mache das mit den Weisheitskarten für die Lebensentscheidungen. Das ist von Colette Baron-Wright. Und habe gedacht, ich ziehe jetzt mal so jeden Tag eine Karte und erzähle euch ein bisschen darüber, was ich zu der Karte denke und was ihr uns so für Anstöße in unserem eigenen Leben geben könnte. Jetzt habe ich heute hier die Flaschenpost erwischt und die Flaschenpost möchte eigentlich, ist ja eine Botschaft. Mit der Flaschenpost kommt ja etwas, was wir noch nicht kennen und die kommt ja auch unverhofft. Ja? Also man geht ja nicht ans Meer und rechnet damit, da kommt eine Flaschenpost, sondern die kommt plötzlich. Das heißt, es geht darum, auf die spontanen Zeichen im Außen zu achten. Ja, wir wünschen uns oft, dass irgendwas sich im Leben verändert. Und es werden uns auch ganz viele Zeichen geschickt, aber wir nehmen sie nicht wahr. Das kann sein, dass ihr ein Buch aufschlagt und einen besonderen Satz lest. Das kann sein, dass ein LKW mit einer Werbung drauf vorbeifährt und dieser Satz für euch wichtig sein könnte. Ja, das können ganz verschiedene Sachen sein. Das muss auch nicht irgendwie eine spirituelle Karte sein oder was ganz Außergewöhnliches. Das kann wirklich was ganz Banales sein, ja? Oder jemand ruft euch an und sagt einen bestimmten Satz, der kann auch Auslöser sein. Oder ihr bekommt einen Werbeprospekt und da ist ein riesen ist eine Werbung für einen Bücherladen und da ist ein bestimmtes Buch drauf, was für euch interessant sein kann. Also es geht darum, uns wieder zu schulen, die Zeichen, die uns das Leben so gibt, auch zu erkennen und wahrzunehmen, statt irgendwo immer uns zu beschweren, ja, wir kommen ja nicht weiter und uns hilft ja auch keiner. Doch, uns wird ganz oft geholfen, aber wir erkennen die Zeichen nicht. Und das finde ich wichtig, dass wir wieder schauen, oder darauf achten oder mehr wahrnehmen, was ist um uns herum und nicht so in diesem, Tunnelblick sind und gar nichts mehr für uns wahrnehmen. Ja, also das ist das, was die Karte so für mich bedeutet. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen, auch in eurem Leben mal euch wieder ein bisschen mehr zu öffnen, mal zu gucken, was wollen mir bestimmte Dinge sagen und wie können die mich auch weiterbringen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ja, morgen geht es mit der neuen Serie weiter. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das gerne liken, kommentieren oder auch sagen, nee, mach mal was anderes oder nimm mal andere Themen oder ich würde mir dieses oder jenes Thema wünschen. Da bin ich ganz offen. Also kommentiert einfach, liked, abonniert den YouTube-Kanal, was auch immer ihr tun mögt und habt auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend. Tschüss!